9. Spieltag in der Berlin-Liga. Die Füchse Berlin zurück im Liga-Alltag nach dem Pokalcup gegen den BFC Dynamo. 3:2 Erfolg unter der Woche gegen den Regionalligisten in der zweiten Pokalrunde. Heute heißt der Gegner SV Empor Berlin. Freitagabend, Flutlichtatmosphäre, Spitzenspiel. Fußballherz, was willst du mehr? Die Füchse mit 18 Punkten nach 7 Spielen, das kann sich sehen lassen. Grüßen von ganz oben. Der SV Empor, Tabellenvierter, 3 Zähler weniger. Und es ist das Duell der besten Defensive gegen die zweitbeste Defensive. Insofern mal schauen, wie viele Tore uns heute vergönnt sind. Rein in die Partie, die keine lange Abtastphase benötigt. Nicht mal 60 Sekunden rum und schon klopft der Gastgeber das erste Mal an. Das ist Samir Werbelo, auf und davon im 2-gegen-1-Duell und dann kommt der Ball über Umwege zu Faruk Şentürk. Erste gute Möglichkeit für den Tabellenführer. Şentürk scheitert an Sven Reinmann. Empor zuletzt am Samstag 4:0 gegen Aldersimspor gewonnen. Man mausert sich langsam aber sicher oben fest in der Tabelle. Gut 10 Minuten rum, dann auch die erste Möglichkeit für die Gäste. Das ist Benjamin Hutter mit dem Abschluss. Es war ein ordentliches Fußballspiel in diesen Anfangsminuten. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, dann waren wieder die Gastgeber dran. Vorgepfiffen und dann geht schnell weiter. Zu schnell für den SV Empor Berlin. Der Ball kommt durch zu Dag Rüdiger und der ist auf und davon und scheitert an Sven Reinmann. Gute Möglichkeit für den 28-Jährigen. Er sollte noch eine bekommen in diesen ersten 45 Minuten, kurz vor der Pause. Wieder kurbeln die Füchse an. Es geht über links, über den auffälligen Şentürk und in der Mitte. Dann über Umwege wieder Dag Rüdiger. Nächster Abschluss, nächstes Mal Sven Reinmann. Und weil der Schlussmann der Gäste seinen Kasten sauber hielt, ging es mit der Nullnummer in die Pause. Die Füchse drauf und dran, einzig und allein der Treffer fehlte. Rein geht's in die zweiten 45 Minuten und dann war erstmal wieder der Gast vom SV Empor am Zug. Das ist Benjamin Hutter, auffälligster Mann bei den Gästen in den ersten 45 Minuten. Die zweite Welle über Gancarek. Es wird weitergespielt, obwohl ein Fuchs auf dem Boden liegt. Hutter dann mit einem kläglichen Abschluss. Danach kochten die Emotionen kurz hoch. Schiedsrichter Timur Froh hatte aber alles unter Kontrolle. Und danach wurde auch wieder Fußball gespielt. Die Grün-Weißen brauchten eine ganze Zeit, um anzukommen in dieser zweiten Halbzeit. Gute Stunde rum. Dann der lange Schlag raus auf die rechte Seite. Sie suchten und fanden immer wieder Faruk Şentürk. Auffälligster Mann bei den Füchsen, die Hereingabe landet dann über Umwege wieder bei Benedikt Nellesen. Richtig gute Möglichkeit, Nellesen lässt sie liegen, möchte dann im Nachhinein noch gerne einen Foulpfiff gegen sich gehabt haben. Den gibt's nicht, Timur Froh, aber auch wenige Minuten später wieder im Mittelpunkt. Dennis Wagner legt sich den Ball einen Ticken zu weit vor und hält dann den Schlappen drüber gegen Yilmaz. Der Pfiff folgt und Wagner hatte schon gelb, die Folge, die gelb-rote Karte, Platzverweis nach einer guten Stunde. Der SV Empor Berlin die folgenden 30 Minuten in Unterzahl. Entscheidung unstrittig, auch wenn die Gäste es nicht wahrhaben wollen. Wagner lässt den Fuß stehen. Yilmaz nimmt das Foul natürlich auch dankend an. Es sollten lange 30 Minuten werden. Wir springen in die Schlussphase. 87. Minute läuft. Die Füchse wollen nochmal. Und es geht immer wieder über Faruk Şentürk. Der war heute wirklich überall zu finden. Nochmal über die linke Seite. Şentürk mit dem Tänzchen, Şentürk mit der Flanke und er findet in der Mitte Caner Özcan. Der Last-Minute-Treffer für die Füchse. Saisontor Nummer 6 für Özcan, er ist damit Top-Torschütze. Traf auch schon am Dienstag beim Pokalerfolg gegen den BFC Dynamo. Şentürk macht das klasse. Und dann hat Özcan in der Mitte zu viel Platz und stellt auf 1:0, das auch gleichzeitig der Endstand. Die Füchse nach dem 3:2 Erfolg im Pokal gegen Dynamo segeln weiter auf der Welle des Erfolges und bleiben Tabellenführer in der Berlin-Liga. Ja, Mentalitätsmonster, das Wort habe ich jetzt in der letzten Zeit öfter gehört, kann ich meiner Mannschaft aktuell Stand jetzt auch aussprechen. Und natürlich der unbedingte Wille, gewinnen zu wollen im Kollektiv als Team, nicht nur die 11, die da draufstehen, sondern auch mit der Bank, mit den Leuten, die heute verletzungsbedingt, krankheitsbedingt nicht dabei sein konnten, mit den ganzen Familien, Eltern, Verein. Aktuell ist man wirklich sehr, sehr glücklich. Viele glückliche Gesichter also bei den Gastgebern. Nächsten Sonntag geht's weiter im Pokal. Mal gucken, wie die Gesichter dann ausschauen. Doch wobei, Pokal kann man ja bei den Füchsen.